Tagchen, ihr lieben Stiere. So, es geht auf den Endspurt zu. Ja, wir haben jetzt 12 Sternzeichen. Bin ich bescheuert? Nein, ich habe 9 durch. Deswegen habe ich vom Endspurt gerade gesprochen. Positives wie Negatives bitte in diesem Video drin lassen, wenn du hier merkst, oh nee, ist nicht so ganz meine Resonanz, passiert nichts, fühle ich mich nicht rein in die Legung. Dann ist das nicht eure, ja. Es kann sein, dass ihr für euer Gegenüber gucken wollt, dann werdet ihr das schon vorher ummünzen. Es kann auch sein, dass es gar kein Gegenüber gibt, dann müsst ihr gucken, Stapel 1, Stapel 2. Oder ihr guckt für euch selber, dann werdet ihr das auch merken, ja. Oder für jemand anderen, wie auch immer. Mond, Venus, Aszendent, Sonne, was auch immer, ja. Ihr Lieben, danke, dass ihr meine Werbung ertragt. Ihr wisst, ich habe kein Spendenkonto, auch wenn einige immer danach fragen. Ihr helft mir bei mir auf meinem Kanal, dass ihr die nervende, lästige Werbung ertragt. Die werde ich wahrscheinlich ein-, zweimal eintakten. Alles andere, da habe ich keine Hand drüber. Das macht YouTube von vornherein oder ganz hinten am Ende. Das bin ich nicht. Und sage nochmal Danke auch an euch, dass ihr das mit mir durchhaltet für mich. Das sind oftmals nur Centbeträge, die sich dann nach 4 Wochen zu einem Topf ansammeln. Und es ersetzt hier nicht irgendwie eine Arbeitsstelle. Ja, das kann ich euch einfach sagen. Wir fangen an. Mal gucken. Liebe Stiere, wo befindet ihr euch? Was wird euch im Dezember hier erwarten? Was wollt ihr unbedingt in diesem Jahr vielleicht auch hier drin lassen? Was macht ihr denn hier mit mir? Hallöchen. Hier fliegt eine Strauß. Ihr seid geerdet, ne? Flippt nur. Ast der Münzen. Irgendwas Großes hattet ihr vor, habt vor, je nachdem. Guckt, wie es passt, ja? Ast der Münzen und König der Kelche. Oh, ihr habt eine Liebe. Also, nicht aber wir gucken mal, wie das Gegenüber hier reinpasst, ja? Hier hat man auf jeden Fall etwas mehr Emotions in sich, ja, kann lieben, kann, will alles ausleben, hat hier gerade die Chance oder besitzt die Chance, hier für sich etwas Großes erschaffen zu wollen. Wenn es hier beruflich oder um irgendeine Situation geht, die kein Gegenüber betrifft, dann liegt hier ein Stier, der diese Chance einfach auch nutzen möchte, dranbleiben möchte, sie umsetzen möchte, ja, diese ganze Sache. Ist es beruflich gesehen, ist es genauso zu sehen, dass mit Passion, mit Leidenschaft irgendwas gehalten werden möchte, auch umgesetzt werden möchte. Es ist auf jeden Fall das, wofür du, lieber Stier, hier blühst, brennst. Entweder bahnt sich hier was an, oder du hast jemanden einfach im Herzen, wo du sagst, es lohnt sich für diesenjenigen, alles hier zu machen, ja? Wir gucken mal. Oh, und da kommt schon so ein bisschen der Zweifel, dass du dir hier Gedanken machst. Du wirst dich hier zurückziehen. Der Stier hat sich zurückgezogen. Oder denkt hier nochmal nach über diese ganz große Leidenschaft, die Liebe, die hier in deiner Energie gerade liegt. Vielleicht überdenkst du hier noch ein paar Sachen, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist, um hier weiter dran zu bleiben, das Große rauszuschöpfen. Aber du bist hier typisch Stier, Ritter der Münzen, auch das Erdending schlechthin, ja. Du lässt dich hier irgendwie von deinem Modus nicht abhalten. Also das Denken hier, du überdenkst sehr viel, aber in dieser Linie erkenne ich nicht für den Dezember, dass du hier irgendwas bereust, dass du hier deine Tat auch irgendwie, wenn es nicht klappen sollte, dass du hier denkst, so, mein Gott, war alles umsonst. Ja, also du schöpfst und hast hier auch irgendwo aus Leidenschaft, war dir das wichtig. Das war für dich oder ist für dich lohnenswert, was du hier gerade machst im Prozess. Obwohl es dir oftmals die Beine vom Boden weghaut und das ist für Stiere auch nicht sonderlich gerade toll, ja, so eine Machtlosigkeit. Da wurden einem hier irgendwo die Beine weggehauen, sodass man hier nicht wirklich verstanden hat oder reagieren konnte. Reagieren konnte, war vielleicht kurzzeitig ein bisschen machtlos oder steckt gerade in dieser Machtlosigkeit drin. Trotzdem ist das so deins, das lässt du dir nicht nehmen. Ja? Auch wenn diese Situation nach hinten losgeht, wirst du dafür immer stehen, dass du kämpfst, machst, tust, umsetzt,
bis du selber merkst, okay, jetzt muss ich aufgeben, ja? Du siehst da förmlich wirklich das rote Tuch und du bist da von niemandem irgendwie abhaltbar. Also alles das, was du hier getan hast für dein Gegenüber oder für dich selbst oder für die Situation, da sagst du dir, komme, was wolle, auch wenn es niederschlägt, ja, oder Niederschläge gibt, da lässt du dich nicht, du weißt aus Überzeugung, was du hier tust. Ich meine, ihr habt es ja an den Karten gesehen, ja. Das wird im Dezember hier noch meine große Herausforderung für dich eventuell werden. Aber durch diesen Gehängten könnte es sein, dass du nicht so gerne in diesem Tempo vorwärts kommst, wie du es gerne hättest oder haben wollen würdest. Trotzdem, du lässt dir da den Mut nicht nehmen. Es geht gegenüber auch um jemanden, der geerdet sein könnte. Wir haben hier nämlich die Königin der Münzen. Das ist die Situation, um die du kämpfst oder um die es geht, die in Gedanken bei dir drin ist. Für die, für ihr beide, ja, habt sehr viel getan, um hier, ich ne Flasche Bier, um hier irgendwas zu halten. Es könnte sich um Erdzeichen handeln. Wenn nicht, dann sind das hier zwei Personen oder um eine Situation dreht es sich hier, wo man sehr viel umsetzt, sehr viel Realismus in sich trägt, wo hier keiner träumt, ja. Hier sind zwei Macherpersonen unterwegs. Dein Gegenüber, deine gegenüberliegende Person hat aber momentan damit zu tun, sich Gedanken zu machen, wie geht es weiter? Da waren irgendwie viele Sachen, die man hier erstmal nochmal Revue passieren lässt, verarbeiten lässt. Man hat sich hier eventuell auch zurückgezogen, eine kleine Pause gegönnt, muss einfach nachdenken oder hat dir auch damit vermittelt, so geht das nicht. Mit vier der Schwerter sind wir hier in so einem Modus, nicht so ganz überzeugt dein Gegenüber von der ganzen Sache. Oder es steht hier eine Bescheidung. Oder es steht hier eine Entscheidung, Hauptsache keine Beschneidung, eine Entscheidung davor oder bevor, auf die du einfach in Warteposition im Gehängten, in einer gehängten Energie wartest. Irgendwie ist hier richtig viel Knusper drin, ja? Also hier ist richtig so Leidenschaft, aber auch Rivalität so ein bisschen zu spüren. Bei deinem Gegenüber handelt es sich hier um Schmerz. Hier hat man irgendwie einen Liebeskummer erlebt, einen Schmerz erlebt und trotzdem wart ihr passend, seid ihr passend von der Energie her definitiv. Dein Gegenüber leidet aber und deswegen könnte es sein, dass man sich hier zurückgezogen hat. König der Kelche, Königin der Münzen ist aber wirklich auch so dieses. Habe ich hier gesagt, geerdet? Geerdet meine ich natürlich mit der Chance, ja, Feuer bei den Stieren. Der Stier ist geerdet in Sachen Gefühl, dass man weiß, dass man sich sicher ist, was man hier auslebt, ja. Nicht, dass man hier falsch versteht, dass hier ein Königspaar von Münzen, da habe ich mich dann versprochen, aber trotzdem ist die Stierseite komplett geerdet, wie das Gegenüber mit dem Liebeskummer, wo man sich eventuell jetzt gerade weggesperrt hat, entzogen hat, ja, du hast als Stier das Gefühl, du bist nicht mehr so richtig rangekommen oder kommst derzeit auch nicht mehr richtig ran. Dein Gegenüber hat sich hier entzogen, aus Kummer, aus Schutz. Man muss sich hier schützen, man schützt hier sein Herz und hat sich hier auch abgewandt, ja, mit vier der Kelche. Dein Gegenüber denkt nach, hat sich hier so ein bisschen von der Problematik mehr umhauen lassen, als das Schöne vor sich zu sehen. Das ist hier so die Angabe. Ansonsten, wenn es hier einen anderen Prozess betrifft, dann schwächelt die andere Seite mit einer Entscheidung so ein bisschen, falls du dich auf Posten beworben hast oder falls hier irgendwas nicht vorwärts geht gerade, dann liegt hier eine Entscheidung wirklich realistisch mit der Energiekönigin der Münzen bevor. Dann ist das so, aber man überlegt, weil es vielleicht eine Problematik hier geben könnte, wo man dir hier. Ja, wo man überlegt, ob du da reinpassen würdest, könntest, ob man dir nochmal eine Chance irgendwie in der Art und Weise gibt. Das ist so bei deiner gegenüberliegenden Situation momentan der Fall. Man hat hier damit zu tun, die geschehenen Sachen aufzuarbeiten. Die sitzen einfach noch fester als das, was man wirklich haben könnte und was schöner wäre. Auf deiner gegenüberliegenden Seite ist jemand, der sieht mehr die Problematik als das Schöne, ja? Nochmal eigentlich zur Auflösung. Wir gucken mal in deine Tendenz rein. Also du bist hier schon fast sicher und überzeugt, das hätte was werden können oder könnte was werden, egal wen es betrifft. Wir haben hier, du bist eine ganz, ganz starke Type, ja, vom Typus Stier. Ob Mann oder Frau ist egal. Deine Tendenz ist hier, du wirst das schon machen.
Da komme, was wolle. Du lässt dich hier auch gar nicht aufhalten. Wenn die Trickkiste hier nicht klappt, irdisch hier was unterwegs rauszuholen oder umzusetzen, dann greifst du hier wirklich auch in deine Trickkiste und kennst hier noch ein paar Tricks, wie du das Ganze deinem Gegenüber klar machen kannst oder wie du das noch schaffen kannst. Ansonsten ist die Ansage auch hier, du lässt dich, egal wie in der Luft gebaumelt du dir hier gerade vorkommst, muss ich dir sagen, liegst du hier in einer Erdung im Dezember, dass du wirklich machst, ja? Also du lässt dir hier überhaupt nicht irgendwie deine Person zerstören, das äußerst du auch klar und deutlich. Dafür wirst du auch geschätzt, das ist deine Stärke, Kommunikation, Sprechen, dein Denken rauslassen, sehr viel mit dir selbst ausmachen. Das sind die Chancen, wo du dich immer wieder reinbewegst, um jemandem klarzumachen, das ist das Richtige, ja? Oder du bist auch hier so ein guter Berater oder Führer als Anführer in einem Team. Du bist hier sehr sprachbegabt, sehr sprachgewandt. Sprachlich hört man dir gerne zu. Mit Ass der Schwerter. Du erhoffst dir aber hier auch nochmal eine Chance und würdest auch ein Gespräch ganz gerne eingehen, wenn denn die gegenüberliegende Seite dir die Chance gerne geben wollen würde. Aber du hängst ja momentan irgendwie noch in der Luft auf dem Abstellgleis. Und du wirst auch hier weiter dranbleiben, ja? Wir haben auch hier Ass der Stäbe für dich. Also deine feurige Energie lässt dich hier auch nicht zurückschrecken. Wie gesagt, selbst wenn das eine Niederlage wird und dieser Mensch hier für sich sagt oder den Prozess abschließt, du siehst hier keine, also es gibt hier wirklich im Dezember keine Niederlage, wo du hier nicht, wo du verzweifelst, ja? Du denkst dir, steht mir überhaupt nicht. Ich werde weitermachen, weiter kämpfen, weiter säen, weiter dafür stehen, egal ob es mir die Beine weggehauen hat oder nicht. Aber das steht für dich. Wenn du es nicht probierst und nicht gekämpft hast, wärst du nicht derjenige, der jetzt hier gerade einschalten würde oder für jemanden guckt. Hier liegt eine ganz starke Macherperson ohne Rückschläge. Ja, hier lässt man sich ungern rückschlagen. Man kommt immer wieder. Und man bekommt hier die Herrscherin-Energie. Das ist das, was dem Stier in der Tendenz dir sozusagen auch weiterhin verhilft, alles auf Boden zu bringen, eine kontrollierte Sicht zu haben. Hier will man so ein bisschen leicht kontrollieren. Das könnte sein, könnte hier eine Person liegen. Man möchte das aber auch alles ordentlich, eine Sicherheit geben. Ja, man achtet hier auf, dass die Wohnung, das Haus stimmt, die Arbeit, die Verhältnisse, das Ganze drumherum soll sich wohlfühlen bei diesemjenigen, der hier auf dem Tisch gelandet ist, und die Tendenz dafür ist gut, ja. Also es gibt hier, außer dass du hier gerade in so einer Warteposition irgendwie keine genaue Klarsicht und Angabe kriegst und dir selbst auch Gedanken machst über dein Gegenüber, liegt hier nichts Negatives, was dich hier zerstören könnte. Und dafür muss ich nicht sagen, tut mir leid, dass ich dir keine andere Nachricht geben muss, falls hier jemand guckt für einen Stier. Der Stier ist hier sehr geebnet und hat für sich erkannt, weitermachen, ja. Komme, was wolle, weitermachen. Auch wenn hier diese Herzensdame oder der Herzensmensch liegt oder die Situation eben sich gerade komplett zurückgezogen hat, verloren ist hier noch nicht alles. Man muss hier erstmal aus seinem Winterschlaf eine Klarheit hier kriegen. Das soll aber auch kein Hoffen für denjenigen darstellen, für den Stier, wenn du hier reinschaltest. Hier muss man sich erstmal bewusst werden, könnte man diesen Kummer noch kitten? Und wenn nein, bist du aber auch in der Energie drin, dass du es verstehst, ja? Weil du hast alles Mögliche getan und kannst dann damit abschließen und erkennen, okay, mehr geht nicht, mehr kann ich nicht geben, lieber Stier. Dein Orakel, deine Feenkarte für dich ab Dezember, um in das neue Jahr 2023 reinzustarten, ist kraftvoll, ja? Selbst wenn diese Chance sich hier auftut, dass ein anderer erkennt, was für einen Mehrwert du hattest, das bist du dir schon fast bewusst, ja. Du musst hier nicht jemanden kriegen, der dir sagt, Mensch, du bist so toll, und du sagst dann, ach echt? Du weißt das von dir. Du hast dir hier nichts zu Schulden kommen lassen. Das ist das Denken, was du hast. Ansonsten hat hier irgendwas anderes disharmoniert zwischen euch beiden. Wir haben den finanziellen Fluss, das, was dir wirklich wichtig ist für das kommende Jahr. Hier im Dezember machst du dir auch noch mal mehr Gedanken, wie kannst du deinen Standard noch ein bisschen anheben? Welche Möglichkeiten gibt es für dich, lieber Stier?
Ich bedanke mich sehr herzlich, war eine positive Energie, eine sehr starke, sehr schöne, auch nicht megamäßig giftig hier. Kann ja auch nicht immer alles giftig rausfallen. Hier liegt einfach nur jemand, der sich unsicher ist und noch nicht weiß, möchte man das oder möchte man das nicht, ja. Aber generell ist hier eine Problematik vorhanden, wo man sich hier selbst wehgetan hat oder einfach auch noch mal Revue passieren lässt. War alles wirklich so ehrlich von mir, ja. Hier überlegt man, hier denkt man, hier wird man wach, dass man irgendwann nicht nur das Schlimme, das Böse sehen möchte bei viel der Kälte. Das wäre Zeitverschwendung. Das wird aber noch jemand verstehen in dem Prozess, ihr Lieben. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, hoffentlich bis Januar. Bleibt gesund.